Das Geheimnis von Da Vinci. 1476 kam er vor Gericht wegen angeblichen Missbrauchs eines Lustknabens. Vermutlich um eine Verleugnung. Oh shit, mit dem Ziel der Herrscherfamilie Medici zu schaden. Wobei Leonardo ins Kreuzfeuer geriet. Architekt, Musiker, Anatom, Bildhauer, Mechaniker, Ingenieur, Naturwissenschaftler und Philosoph. Digga, der Typ war krass. Er zeichnete damals zum Beispiel schon Helikopter und konnte gleichzeitig mit einer Hand schreiben und mit der anderen zeichnen. Mona Lisa. Das meist diskutierte Bild der Welt. Wenn das Bild nämlich gespiegelt und neben das Original gesetzt wird, ist ein ungewöhnliches Muster zu erkennen. Warum sollte auch, wenn man schon seine Schriften spiegelt und es unglaubliche Erkenntnisse bei rauskommen, bei seinen Bildern nichts rauskommen, wenn man sie... Stimmt, hat er recht. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar gehen wir in eine neue Reaction rein. Das Video heißt Alien in der Mona Lisa. Das Geheimnis von Da Vinci. Wild. Ich bin gespannt. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren und ja, schreibt mal ein süßes Kommentärchen. Ich liebe euch. Danke für den Support. Danke für die geile Community, die hier am Start ist. So. Von alt bis jung sind sie alle da. Also ich habe echt Familien teilweise, die sich diese Reaction-Videos von mir reinziehen. Und ich schicke Liebe an jeden von euch, egal welches Alter, welche Herkunft, Hautfarbe, Religion, alles scheißegal. Wir lieben alle gleich und ja, Mann, ich küsse euer Herz. Los geht's. Es scheint, als könne man nie den Code von Leonardo da Vinci entschlüsseln. Aber es gibt ein paar sehr interessante Fakten über da Vinci, die uns zeigen, was für außergewöhnliche Menschen es geben kann. Leonardo da Vinci war höchstwahrscheinlich homosexuell. Echt, ja? Woran macht man das fest? War der Cousin vom anderen Ufer, sagst du, oder was? Angeblich liebte er zwei Jungen. Weiß einer von euch davon Bescheid? Er liebte zwei Jungen? Creep. Angst vor Verfolgung konnte er diese Homosexualität aber nicht ausleben. 1476 kam er vor Gericht, wegen angeblichen Missbrauchs eines Lustknabens. Krass, 1476 kam er vor Gericht wegen... Ach du Scheiße, Alter. War Da Vinci schwul? War Leonardo Da Vinci schwul? Hier, da sind wir bei den Cookies, Digga, notwendig. Sind homosexuelle Affären Leonardos bekannt? Es gibt keine zeitgenössischen historischen Quellen, die Leonardos Homosexualität belegen. Belegt ist ein Gerichtsverfahren im Jahre 1476 wegen Sodomie, Homosexualität. Ursache war eine anonyme Anzeige. Leonardo und andere Beteiligte wurden freigesprochen, darunter ein enger Verwandter der Medici. Aufgrund der Umstände handelt es sich vermutlich um eine Verleugnung. Oh shit, mit dem Ziel der Herrscherfamilie Medici zu schaden. Wobei Leonardo ins Kreuzfeuer geriet. Also da wurden dieselben Mechanismen wie heutzutage quasi angewandt, ja? Missbrauch und solche Sachen bei den Leuten, die man diskreditieren möchte. Krass. Okay, warum wird behauptet, dass Leonardo schwul war? Leonardo war gegenüber Florentina. Florenz war im Mittelalter eine Republik und unterstand Adelshaus. Zudem waren die Florenz 1500 Jahre Europa. Die Banken hatten Schuldner und daher viele Feinde. Diese Umstände führten zu einer Anfeindung, auch kriegerisch. Ah, krass. Maßgeblich daran beteiligt Sex wie in Florenz. Es kam daher in Mode, Florentinern im Allgemeinen Homosexualität zu unterstellen. Ach, krass. Also es gibt keine offiziellen Quellen, meine lieben Freunde. Gut, dass wir mal rein recherchiert haben an der Stelle. Weiter geht's. Lernen von Da Vinci namens Salai arbeitet 25 Jahre mit dem Meister zusammen. Dieser war angeblich Da Vincis Liebling. Das berühmteste und größte Universalgenie hatte so eine sexuelle Neigung. Da Vinci war Maler. Ja, er stellt es jetzt als Fakt dar, ne? Das ist halt jetzt wieder so ein bisschen so eine Sache, Alter. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil Da Vinci ist auch ein heftiger Typ so, ne? Und ja, Alter, ich finde, wenn man solche Behauptungen in den Raum stellt, dann muss man das schon auch irgendwo belegen können. Weißt du? Architekt, Musiker, Anatom, Bildhauer, Mechaniker, Ingenieur, Naturwissenschaftler und Philosoph. Digga, der Typ war krass. Dieser Mann skizzierte Ideen und Erfindungen, die damals nicht realisiert wurden und erst heute verstanden werden. Er war seiner Zeit sehr voraus. Der Typ war heftig und heftige Typen werden immer verfolgt auf eine Art und Weise. Kennst du doch. Entweder, ja... Du bückst dich und machst, was die Gegner wollen, oder du wirst bekämpft. Er zeichnete damals zum Beispiel schon Helikopter und konnte gleichzeitig mit einer Hand schreiben und mit der anderen zeichnen. Er schrieb in der sogenannten Spiegelschrift.
Gleichzeitig mit einer Hand schreiben, mit der anderen zeichnen, ist dein Ernst? Wodurch seine Schrift erst mit einem Spiegel in herkömmlicher Weise zu lesen ist. Das ist krass, der hat einfach rückwärts geschrieben in Spiegelschrift, Bro. Überleg mal. Somit konnte man zumindest nicht direkt seine Schriften lesen. Er brachte unfassbar viele Erfindungen und Erkenntnisse auf Papier. Es gibt heutzutage sogar sogenannte Leonardo-Wissenschaftler. Seine Gemälde sehen so real aus und sind so unglaublich detailliert, dass bis heute keine vergleichbaren Bilder gemalt wurden. Crazy. Es gibt Leonardo-Wissenschaftler. Wissenschaftler, die sich nur mit Leonardo da Vinci auseinandersetzen, oder was? Als wären die Personen auf den Bildern aus Fleisch und Blut. Doch warum kannte er den Körper eines Menschen so gut? Er sezierte 30 Leichen und ist somit der richtige Anfang der Medizingeschichte. Seine anatomischen Zeichnungen von vor rund 500 Jahren sind mit den modernen Darstellungen des Körpers von heute zu vergleichen. Neben dem berühmtesten Bild aller Zeiten, Mona Lisa, ist auch das letzte Abendmahl eines seiner berühmtesten und rätselhaftesten Werke. Das ist krass. Hier hat alles eine Bedeutung. Die Anzahl der Personen, der Ort, wo die jeweilige Person sitzt, die drei Wände, welche für Logik, Ethik und Natur... Man sagt ja, was ich mal gesehen habe, dass das irgendwie eigentlich so ist, dass das doch Maria neben Jesus, ne? Dass die eigentlich auf der anderen Seite sitzt quasi, so weißt du? Und ihren Kopf auf Jesus seine Schulter packt und Jesus ja so ein bisschen nach unten guckt auf sie mäßig so. Weil es ist sonst komisch. Verstehen? Die drei Fenster und ihre Sichtbarkeit, jeder Gesichtsausdruck. Weißt du, was ich meine? Ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und jede Körperhaltung und sogar dieser Leerraum, der ein umgekehrtes Dreieck darstellen soll. Welches das Zeichen... Weil guck mal, Maria macht gar keinen Sinn so richtig. Weißt du, wie ich meine? Was machst du da? An wen lehnst du dich da an? Also stellt euch mal vor, Maria und Jesus wären vertauscht. Wie das dann... Das würde doch harmonischer aussehen, oder? Sag ich ehrlich. ...im weiblichen Schoß ist. Was wollte er uns mit diesem Symbol in einem religiösen Bild wohl sagen? Warum ist es dem Menschen so wichtig zu wissen, was ein Maler sagen möchte? Jeder hat doch eine Meinung. Doch wie es nun mal so ist, haben einige Meinungen für uns größeren Wert als andere. Mona Lisa. Das ist krass. Mona Lisa, bro. Das meistdiskutierte Bild der Welt. Unheimlich und rätselhaft. Frage an den Chat. Lacht die oder lacht die nicht? Lacht die oder lacht die nicht? Vierte Bild der Welt. Unheimlich und rätselhaft. Immer noch ist nicht ganz klar, wie er dieses geheimnisvolle Lächeln hinbekommen hat und was es zu bedeuten hat. Bro, sorry, aber dein Content packt mich nicht mehr. Ja, Bro, keiner zwingt dich hier zu sein. Warum, Bro, brauchst du es nicht mal reinzuschreiben? Schalt doch einfach ab. Das ist so, das ist negative Mentalität, finde ich so. Wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann brauchst du es doch nicht reinzuschreiben. Keiner zwingt dich, irgendwas anzugucken, Bro. Weißt du? Und lass weg diese negativen Energien, die du in dir trägst. Warum musst du das unbedingt sagen? Weißt du? Was willst du damit auslösen, Bro? Schalt doch einfach ab. Fertig. Wenn man das Porträt von Weitem betrachtet oder nur in die Augen der Frau schaut, sieht es so aus, als würde sie lächeln. Wenn man sich jedoch nur auf die... Ich schwör's dir, guck mal nur auf die Augen, dann sieht es so aus, als ob die lächelt. Ist so. Guck mal nur auf die Augen. Wenn du dann aber auf den Mund guckst, dann ist es normal. Weißt du, wie ich meine? Ist krass, oder? Konzentriert merkt man, dass sie eigentlich gar nicht lächelt. Über Jahre arbeitet er an diesem Bild. Ihr Blick scheint abzuweichen, aber trifft irgendwie dennoch den Betrachter. Es ist kein Pinselstrich zu erkennen, sodass sie unglaublich real wirkt. Dass Da Vinci das Bild absichtlich geheimnisvoll gemacht hat, erkennt man zum Beispiel daran, dass das Bild zwei verschiedene Fluchtpunkte hat. Eine für den Hintergrund und eine für die Figur. Dem Betrachter fällt nur auf, dass irgendetwas nicht stimmt. Mona Lisa hat keine Augenbrauen, dadurch kommen die Augen stärker zum Ausdruck. Wenn bei diesem Künstler jeder Pinselstrich eine Bedeutung hat, dann interpretiert man automatisch die undenkbarsten Dinge. So, jetzt geht's los, Freunde. Jetzt geht's los. Meinen sogar, Da Vinci hätte in seinem Bild ein Alien verewigt. Wenn das Bild nämlich gespiegelt und neben das Original gesetzt wird, ist ein ungewöhnliches Muster zu erkennen. Zwei Augen gucken den Betrachter an. Es sieht verdammt nach einem Alien aus.
Digga, guck mal, Digga. Einige behaupten, dass in jedem seiner Bilder, wenn man sie spiegelt, ungewöhnliche Gestalten auffindbar sind. Und Da Vinci uns über extraterrestrisches Leben informieren wollte. Warum sollte auch, wenn man schon seine Schriften spiegelt und es unglaubliche Erkenntnisse dabei rauskommen, bei seinen Bildern nichts rauskommen, wenn man sie... Stimmt, hat er recht. Gebe ich ihm recht, auf jeden Fall. Ich finde, sie lächelt auch nicht von den Augen her. Keine kleinen Flächen, Fältchen außen an den Augen. Also ich merke das auf jeden Fall. Das geht ja nicht darum, ob sie mit den Augen lächelt. Du guckst ihr in die Augen und du hast das Gefühl, der Mund lächelt. Wenn du aber auf den Mund guckst, direkt siehst du kein Lächeln mehr wirklich so. Ich habe das auf jeden Fall gemerkt. Spiegelt. Shit. Bei einer hochauflösenden Kopie des Porträts seien angeblich in den Augen der Frau die Buchstaben L und S zu lesen, welche für Da Vinci und Salai stehen. Salai war wie schon erwähnt Da Vincis Liebling. Mon Salai bedeutet... Das ist Ding, Mann. Das geht jetzt... Mein Salai. Angeblich ist das ein Anagramm von Mona Lisa. Hat Da Vinci Salai als Frau gemalt und seinem Liebling das beste Gemälde der Welt gewidmet? Oder hat Da Vinci, wie auch viele behaupten, sich selbst als Frau gemalt? Das ist auch krass. Auch wie der Spiegel gemacht einfach. Umgekehrt. Also diese Sache mit dem Homosexuell, da muss ich echt Kritik an dem Video äußern, so, weil wir haben uns das eben reingezogen und es gibt keine offiziellen Quellen, die sagen, dass er homosexuell war. Und vor allen Dingen wurde das als Schmutzkampagne gegen ihn verwendet und deswegen finde ich, da muss man halt einfach aufpassen, so, bevor man solche Behauptungen in den Raum stellt. Deswegen, das ignoriere ich mal, aber die anderen Sachen sind schon crazy. Also gerade das mit dem Spiegel verkehrt, finde ich krass. Eine Person, die als Frau lächelt, aber als Mann nicht. Ihre Kleidung ist jedenfalls dunkel, als wäre sie in Trauer. Führende Fachleute weltweit sind sich einig, dass der Wert dieses Gemäldes bei ca. 400 Milliarden bis 1 Billion Euro liegt. Natürlich ist dieses Bild nicht im Handel und gilt eigentlich als unschätzbar. Es hängt seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im Louvre, ne? Im Louvre in Paris. Ja. Die Frage ist nur, ist das das Original? Jährlich schauen sich Millionen Menschen das Bild an und haben ein merkwürdiges Gefühl und wissen, dass da irgendetwas nicht stimmt. Das ist krass, Alter. Das Bild hat halt echt so Vibes irgendwie, ne? Du guckst es an und es hat komische Vibes. Ich würde mir das gerne mal in Original reinziehen, wenn das das Original ist im Louvre, wir wissen es nicht. Was haltet ihr von der Möglichkeit, dass Da Vinci in seine so geniale Werke solche geschmacklosen Dinge eingebaut hat? Welche geschmacklosen Dinge, Bro? Die Aliens meinst du, oder was? Findet ihr es abwertend? Bruder, das, was du gemacht hast, ist ein bisschen abwertend. Dass du ihn darstellst, als ob der schwul war und diese ganzen Sachen so. Weißt du, wie ich meine? Also da muss ich... Ist ein 7 Jahre altes Video... Sieht er vielleicht heute ein, so, aber das erste große Kritikpunkt an einem Video von Interessante Welt, weil eigentlich finde ich seine Videos geil. Ich küsse deine Zirbeldrüse. Leute, gerne eure Gedanken dazu unten in die Kommentare reinschreiben auf YouTube. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace. Ciao.